Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Und heute schauen wir auf den neuen Skin zur neuen Saison, also zum neuen Goldpass. Und ist ja immer die Frage, welcher Held bekommt den Skin? Und ich kann es euch direkt schon mal sagen, es ist der Barbarenkönig. Ja, da beschweren sich wieder einige und sagen, was ist ja immer für den Barbarenkönig oder für die Queen? Warum kommt der nicht mal was? Wobei, letztes Mal hatten wir den Warden, oder? Hatten wir letztes Mal den Warden? Ich glaube schon. Wir sind übrigens im Developer-Bild, das sei mal dazu gesagt. Und ja, ich meine, für die Gladiatorin macht es halt jetzt erstmal nicht so viel Sinn, weil sie gerade aus 13 only ist. Und dann gucken halt ziemlich viele Spieler in die Röhre und denken sich wahrscheinlich auch, dann kaufe ich den Goldpass nicht. Auch wenn es eigentlich Schwachsinn ist, weil du ja beim Goldpass nicht nur den Skin bekommst, sondern du bekommst auch sehr, sehr viel raus an Ressourcen und so weiter. Aber dieses Mal haben wir den König. Den Barbarenkönig. So, das ist der Barbarenkönig, wie wir ihn kennen, mit seiner Faust. Und dann gehen wir mal einmal nach links und da haben wir ihn schon. Ja, werden wahrscheinlich einige sagen, wir hätten ja schon den Urzeitwächter. Warum kommt denn jetzt der Urzeitkönig? Ich muss aber sagen, er sieht doch ganz lustig aus. Also, er hat keinen Gürtel. Er hat einfach nur so zwei Seile und vorne diese Gürtelschnalle mit dem X drauf. Dann nochmal ein Seil um die Schulter gespannt und wir können ihn ja mal ein bisschen drehen. Da sehen wir nämlich, da ist der Bär. Ein Bär auf der Schulter und er hat eine Bärentatze hat er. Statt seiner Eisenfaust hat er die. Er ist ein bisschen so Fred Feuerstein, ne? So ein bisschen, also das Lederröckchen. Den Lendenschutz nennt man das, glaube ich. Und die Krone ist noch geblieben, allerdings so vom Material, klar, damals hatte man noch nicht so das Material, um so eine richtige Krone zu bauen. Und er hat kein Schwert mehr, nein, er hat einen großen Knochen, der so ein bisschen zusammengehalten wird, da oben mit diesen drei Seilen. Und unten noch so ein bisschen so ein Haltegriff, wir wählen ihn mal aus und da ist er, oh, alter Schwede. Er drischt ganz schön drauf ein, muss man sagen, er hat ganz schön auf den Boden eingedroschen. Finde ich, ist eine ganz coole Animation. Ah, da ist er. Da ist er, unser kleiner Urzeitkönig. So, wir werden gleich wahrscheinlich auch noch den... Ich werde natürlich noch ein, zwei Angriffe machen. Wir wollen natürlich den Urzeitwächter auch noch gleich freilassen. Dann haben wir die komplette Urzeit-Crew am Start. Ja, das sieht schon ganz geil aus. Muss ich sagen, dieser Bär einfach nur. Dieser Bär auf der Schulter. Warum? Es gibt im ganzen Spiel, gibt es nicht einen einzigen Bären. Also wen hat er... Wo hat er den her? Wo hat er den erlegt? Und jetzt? Können wir nochmal... Wir machen nochmal zurück. So, das ist normaler König. Urzeitkönig. Bam, und jetzt rischt er drauf ein. Ah, da ist sogar ein bisschen Gras hochgekommen. Okay, ich würde mal sagen, jetzt haben wir ihn gesehen. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und vergesst bitte auf keinen Fall, hier steht es nochmal, vergesst auf keinen Fall den Creator-Code einzugeben, wenn ihr euch den Goldpass holt. Würde ich mich sehr freuen über ein bisschen Unterstützung und bald gibt es auch nochmal eine coole Verlosung mit Preisen, die man nicht im Laden kaufen kann, die ich nämlich selber hergestellt habe mit dem 3D-Drucker. In Stunden und Stunden und Stunden und Stunden voller Arbeit habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt. Das macht mir auch sehr viel Spaß, da beim 3D-Drucker ein bisschen rumzuwerkeln. Also, ihr habt ja wahrscheinlich schon gesehen, dass ich so einen kleinen Ballon gebaut habe oder vielleicht auch nicht und einen Baby-Dragon habe ich auch gebaut. Und so weiter und so fort. Will ich auch gar nicht so lange drum rumreden. Also, wir werden jetzt mal eben den Warden fertig machen. Dann greifen wir an. Bis gleich. So, wir haben alle fertig. Alle Helden. Ich habe mich für den Urzeitwächter entschieden. Für die Kriegerkönigin. Gladiatorin gibt es ja noch keinen Skin. Und für den Urzeitkönig. So, dann gucken wir mal drauf. Das ist die Base von unserem Gegner. Beziehungsweise von mir selber in diesem Fall. Wir nehmen ruhig mal... Oh, da ist er! Als Gegner! Oh, der Urzeitkönig als Gegner, den werden wir jetzt natürlich erstmal kaputt machen. Ist ja klar. So, eine Hexe hinterher. Da noch einen hin. So. Alter, was ist denn da los? Urzeitkönig gegen Pekka, aber die Pekka wird gewinnen. Komm, Pekka, gib ihm. Ja, Pekka hat gewonnen. So. Weiter. Und, lauf. So, mach alles kaputt bitte, Pekka, dankeschön. Und wenn wir da ein bisschen schon aufgeräumt haben, ich kann ja hier schon mal eine Hexe hinsetzen, die räumt da auch schon mal so ein bisschen auf, weil wir da ein bisschen Freiraum haben. Wenn wir das geschafft haben, dann kommt der Rest hinterher, natürlich Urzeitkönig, Urzeitwarden. Ich muss aber sagen, der Urzeitwarden gefällt mir 1000% besser als der Partywarden. Der Partywarden, ich weiß auch nicht. Ich persönlich finde, der Partywarden passt irgendwie nicht so richtig, also dieses Outfit, das Partyoutfit passt irgendwie nicht so richtig zum Warden. Der Warden ist ja so... So ein Gelehrter bedeutet, er ist so,
ja, so ein bisschen altertümlich, geheimnisvoll unterwegs. Und da muss ich dann sagen, passte dieses Neumodische, passte irgendwie nicht so richtig, fand ich jetzt persönlich. Ich fand persönlich, das passte nicht so richtig, das Neumodische, dieses gezwungen Partymäßige, keine Ahnung. Fand ich jetzt nicht so gut. So, Katapult mal eben freezen. Ist da sonst noch ein Katapult? Da ist auch noch eins. So, mal alles einmal ganz schnell mit dem Warden versehen. Nochmal Katapult. Oh, zwei Yeti in der Clanburg. Die werde ich jetzt mal eben ganz schnell auch nochmal freezeln. Ja, können gleich nochmal einen Wutzauber draufdreschen. So, damit ihr noch ein bisschen schneller seid oder ein bisschen stärker seid. Komm. Gladiatorin? Ah, die Gladiatorin geht ja nicht auf das Rathaus, weil das Rathaus noch gar nicht aktiv war. Jetzt ist es erst aktiv, jetzt ist der Giga Inferno, aber der ist schon down. Oh, der Warden hat ein bisschen was kassiert. Aber, wo ist der König? Da ist er noch. Komm, Ehre, wem Ehre gebührt. Da drischt er nämlich drauf ein. Aber er war gerade noch so ein bisschen verlangsamt durch den Giga Inferno. Jetzt ist er da, drischt drauf ein. So. Jetzt sind sie alle da und dreschen auf den Inferno-Turm ein, auf den Max-Inferno-Turm, aber er ist gleich down. 64%, 65% läuft bei uns. Weiter. Oh, der eine Eisgolem ist durch die Gegend geflogen. So, Kanone noch kaputt machen. Jetzt wird doch die andere Kanone gleich fallen wahrscheinlich. Lebt denn sonst noch irgendwo was? Oh, die Königin. Die Königin ist noch dabei, sich ein paar Prozente zu holen. Ich meine, so schlecht gar nicht. Ich werde aber gleich mal einmal noch die Armee wechseln. So. Aber 71%, 72%, das ist auf jeden Fall schon mal sehr solide. Vielleicht kriegen wir noch das eine Lager. Ja, das Armeelager haben wir auch noch gekriegt. Und da ist er jetzt. Uga, ich hau alles kaputt. Ich bin Urzeitkönig, ich hau alles kaputt. Haut er eigentlich auch mal mit seiner Tatze da drauf? Ja, oh, mit der Bärentatze, richtig gefährlich. Aber wird jetzt gleich das Zeitliche segnen. Er hat lange überlebt, echt. Er hat wirklich lange überlebt. Mein lieber, oh, jetzt ist er kaputt. Guck mal da, er hält sich. Warte, da oben. Er hält sich den Kopf. Ja, er hat Kopfschmerzen, klar, er wurde gerade besiegt. Er hält sich jetzt den Kopf. Nein, ich möchte es jetzt nicht bewerten, weil ich ja eben natürlich das neu installieren musste, weil es ja der Developer-Build ist, Leute. Und ich ansonsten aber keine Vorteile hierdurch habe. Ich kann euch das nur zeigen. Also, ich habe jetzt. Ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt diese Ressourcen behalten dürfte. Nein, auf keinen Fall. Also diese 49.769 Gems bringen mir absolut gar nichts. Außer, dass ich euch den Skin zeigen kann. Im normalen Spiel muss ich den natürlich auch selber kaufen, wenn ich den da haben will. Also muss ich den Goldpass mir noch selber holen. Ist ja auch richtig so. Aber Erinnerung, ups, wenn ihr mich unterstützen wollt, mehr Einstellungen, dann hier unten unterstütze einen Creator und da gebt ihr MBF ein. So, macht ihr Code senden. Geht jetzt nicht, weil es ein Developer-Bild ist. Aber als Erinnerung würde ich mich wirklich sehr freuen. Und wie gesagt, bald wird es eine coole Verlosung geben. Mit coolen Preisen. Unter anderem auch die Pekka-Statue, die ich gebaut habe. Das ist die Weltmeister-Statue. Das ist die MBF-Weltmeister-Statue, die schon so viel hinter sich hat. Die nach Matthias gereist ist. Und dann wieder zurückkam. Aber okay, wir machen jetzt noch einen Angriff. Ich fordere mich nochmal selber heraus. Wir haben die Zauber noch ready. Jo, alles noch am Start. Bis gleich. Okay, Angriff Nummer 2. Die Base werdet ihr wahrscheinlich noch kennen, weil es im Endeffekt die erste Rathaus 13 Base war, die ich jemals hatte. Und wir haben jetzt mal zwei Golems mit dabei. Also so ein bisschen, warte mal, wie hieß das sonst immer? Sonst war das immer Go-Wee-Wee, also Golems, Witches und Wizards. Dieses Mal sind es aber Golems, Witches und die Yeti und noch einen von unseren kleinen Babys dabei. Wir nehmen diesmal aber nicht. Wir nehmen nicht die Belagerungskaserne. Wir nehmen diesmal den Mauervernichter. Gehen von hier unten vor. Oh ja, das sollte funktionieren. Sollen wir eben ganz gucken. Da werde ich schon mal ein Baby. Oh, da ist schon mal ein bisschen was. Ich muss echt gucken, dass wir da so ein bisschen aufräumen. Ein bisschen aufräumen muss ich, denn sonst haben wir echt Probleme. Oh, da vorne ist das auch schon tot. Jetzt haben wir schon voll viele Yeti jetzt hier einfach aufgewendet, um jetzt hier überhaupt mal in die Mitte reinzukommen. Aber okay, hätte ich vielleicht auch mit den Hexen machen können. Aber okay, sind wir am Ende immer ein bisschen schlauer als vorher, ist klar. So, da schon mal gefreezed. Mutzauber drauf. Da auf jeden Fall, oh, das Katapult. Ja, die Gladiatorin ist im Radius gewesen vom Warden, perfekt. Das bedeutet, sie wird es überleben wahrscheinlich, oder? Überlebt sie es? Ja, sie hat es überlebt. Perfekt. So, das Katapult ist echt stark. Da oben, der lebt auch noch, der Mauervernichter, was schon mal gut ist. Können wir uns vielleicht noch ein bisschen was sparen. Allerdings, okay, jetzt müssen wir
Jetzt müssen wir den Sprungzauber doch mal setzen da oben. Jetzt müssen wir den Sprungzauber doch mal setzen. Aber ich hab noch, guck mal, ich kann noch alle Helden zünden. Alle Helden bis auf den Warden. Alle Helden bis auf den Warden. Das sind doch nicht alle Helden. Aber zumindest viele Helden. Okay, da oben ist noch ein bisschen was los. Oh, der Eisgolem hat ganze Arbeit geleistet da oben. Zack. Gladi gezündet. Die ist an der Seite. Ah, nein. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist natürlich jetzt blöd. Laufen die alle außen rum? Irgendwie, warum auch immer. Die Gladiatorin schafft es auch nicht mehr. Kriegerkönigin. Königin. Kriegerkönigin schafft es auch nicht mehr. Der König. Um den es ja eigentlich gehen sollte. Ja, lauf doch dahin. Genau, der Sprung ist noch da für dich. Der Sprung. Der Sprung, lauf zum Rathaus. Ja, König. Schaffst du. Nein, der gegnerische König kommt noch. Nein. Egal. Der gegnerische König hat es uns verbockt. Urzeitkönig gegen Urzeitkönig. Wer gewinnt? Der Urzeitkönig. Immer. Aber ich muss sagen, der Skin gefällt mir. Ich finde den Skin gut. Ob ich jetzt mir den Goldpass nur deswegen holen würde? Nein. Ich würde mir den Goldpass holen, vor allem auch in meinem 13er-Account, weil ich mit dem 13er-Account nicht maxed bin. Und das ist natürlich richtig gut. Da ich nicht maxed bin, kann ich ihn mir holen. Wenn ich jetzt maxed wäre, würde ich mir den Goldpass dafür natürlich nicht holen. Aber ich würde mir das in einem anderen Account holen. Wahrscheinlich in dem Frederikson-Account. Ja. Aber wir können ihn uns ja nochmal einmal angucken. Da ist er nämlich in seiner vollen Pracht. Und warte mal. So sieht er aus. Ja, da drischt er mit seiner Kralle. Da drischt er mit seiner Kralle rum. Und da drehen wir ihn noch einmal. Und die Frage ist ja, wo kommt der Bär her? Wo kommt der Bär her? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns später wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es krachen. Und bis später. Macht es gut. Creator Code MDF. Tschüss.